Jetzt habe ich Angst, nein, doch nicht. So, seht ihr, er kümmert sich sogar um mich. Danke, Sascha. Ja, schön hier zu sein und für mich ist es wirklich ein Privileg, hier zu sein. Und das sage ich nicht nur so, sondern mich, in meinem Inneren verbindet mich etwas mit eurer Gemeinde. Ich kenne diese Gemeinde schon seit 15 Jahren. Ich war das erste Mal hier, da wart ihr noch in der Lagerhalle. Ich nenne die Gemeinde immer noch Lagerhauskirche, aber die heißt ja Gemeinde mittendrin, eine Kirche mittendrin. So, und ich weiß, ich habe damals meine ersten Schritte so im Dienst gemacht und hatte viele Fragen und dann war ich in der Lagerhauskirche damals und da hat Joachim gepredigt, das weiß ich noch. Und er hat erzählt, dass er sich gerne Züge anschaut. Und dann hat er erzählt, ich mag Lokomotiven, weil sie diese Kraft haben, die ganzen Waggons, die hinten dran kommen, zu ziehen. Und das muss nicht aus eigener Kraft zu sehen. Und ich sehe das so, dass Gott diese Lokomotive ist und die Waggons die Last ziehen kann. Und das habe ich mir so angehört und gedacht damals, genau so ist es doch bei uns. Unser Leben müssen wir nicht alleine bewältigen, sondern mit Jesus Christus, der vorne sitzt. So, und da war ich immer wieder mal hier in der Gemeinde. Ihr hattet immer so tolle Veranstaltungen gehabt. Und nach 15 Jahren habe ich es endlich auf die Bühne hier geschafft. 15 Jahre. Wow. Wow. So. Das war jetzt Stolz, oder? Jetzt kommen wir zu meinem Thema. Ich glaube, Stolz ist ein Thema, was uns alle betrifft, auf verschiedene Art und Weisen. Ich will mal euch ganz am Anfang kurz definieren, wie ich Stolz verstehe. Ich glaube, es gibt so zwei Punkte. Es gibt einmal, das kommt jetzt, dieser gesunde Stolz. Ich glaube, man darf irgendwo auch stolz sein, aber in dem Sinne, gesunder Stolz bezieht sich auf ein positives Selbstbild und eine Anerkennung der eigenen oder anderen Leistung. Ich glaube, wir dürfen unsere Leistungen anerkennen. Ich glaube, das ist sogar sehr wichtig. So. Ich meine, wenn ich mir das Lobpreisteam heute anschaue, das sind Lobpreise, das erkenne ich an. Sie können Lobpreis machen, ich nicht. So. Ein ungesunder Stolz ist aber, ungesunder oder übertriebener Stolz hingegen kann zu Arroganz, Überheblichkeit oder einem übermäßigen Fokus auf sich selbst zu führen, oft auf Kosten anderer. Es gibt einen Stolz, wo du dich anfängst zu überschätzen. Und wenn die Bibel über Stolz redet, redet sie oft von einem Stolz, wo der Mensch sich an erste Position stellt und Gott wegdrängt. Er sagt, ich brauche dich nicht. Ich schaffe es alleine. Ich kann es. Und über diesen Stolz spricht die Bibel sehr oft. In Sprüche 11,2 lesen wir, kommt Übermut, dann kommt auch Schande. Weisheit aber ist bei den Demütigen. Entsteht ein Übermut, folgt oft die Schande darauf hin. Sobald man übermütig wird, überschätzt man sich. Sobald man stolz wird, nimmt man seine eigenen Schwächen nicht mehr wahr. Man will es auch nicht. Ein kluger Mensch weiß aber, dass er nicht alles kann. Und das ist auch gut so. Stellt euch vor, ich müsste heute Lobpreis machen, müsste hier stehen, die Technik und so weiter, das wird gar nicht funktionieren. Das geht nicht. Ein kluger Mensch weiß, er braucht Gottes Hilfe und er weiß auch, ich brauche die Hilfe von den Mitmenschen um mich herum. Eine kluge Gemeinde weiß, wir brauchen uns alle zusammen. Alleine schaffen wir es nicht. So. Und der Stolz war ja der Beginn von allen Leid, den wir hatten. Wir lesen, dass der Satan ein Engel war, der unglaublich hübsch war. Also nicht wie der Teufel, der hier bei uns dargestellt wird, beim ersten FCK, so mit seinen Hufen, Hörner und so weiter. Nein, der war ein wunderschöner Engel, der die höchste Position aller Engel überhaupt hatte. Und wir lesen über ihn in Hesekiel 28, 17, da steht, dein Herz hat sich erhoben, weil du so schön bist, du hast deine Weisheit zunichte gemacht mit all deinem Glanz. Der Engel wusste, dass er wunderschön ist. Und hier steht, er hatte auch Weisheit.
Und eigentlich hätte er es begreifen müssen, dass er alles Gott zu verdanken hat. Aber nein, er ist auf sich selbst stolz gewesen, auf seine Schönheit. In Jesaja 14 lesen wir, wie der Satan spricht: Ich will mich erhöhen über die Sterne Gottes. Ich will meinen Thron setzen auf den Berg der Versammlung im äußersten Norden. Also nicht mal, dass er sagt, ich bin der Schönste, ich bin der Beste. Nein, er sagt sogar, ich will herrschen. Ich will mich über Gott setzen. Das ist eine Aussage. Ich will herrschen. Und das mache ich persönlich in meinem Leben zu oft, um ehrlich zu sein. Oft will ich in meinem Leben bestimmen. Manchmal weiß ich, was gut ist und mache es nicht. Manchmal will ich es auch nicht. Aber es ist auch irgendwo menschlich. Aber der Unterschied ist, Gott kennt auch ein demütiges Herz. Und wenn wir zu Gott mit einem demütigen Herzen kommen, steht er da und sagt, ja, vielleicht warst du stolz, vielleicht hast du mich weggeschoben, aber jetzt bist du da. Das ist das Wichtige. Der Satan hatte diese Chance nicht gehabt. Und mit diesem Stolz hat alles angefangen. Er wurde verstoßen und so ist auch unsere Geschichte entstanden, dass er die Menschheit verführt hat zur Sünde. Der Anfang von allem Übel war Stolz. Stolz verleitet uns dazu, uns über Gott zu erheben. Stolz verleitet uns, unser Vertrauen auf uns selbst zu setzen und nicht auf Jesus Christus. Unsere eigenen Wege zu gehen, statt den Wegen Gottes zu folgen. In Sprüche 3, von Vers 5 bis 6, lesen wir, also ich überspringe einen Vers: Verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihm auf all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf dem Herrn vom ganzem Herzen. Habt ihr gemerkt, das, was heute weitergegeben worden ist, diese Eindrücke, haben alle dahin gedeutet. Verlass dich auf den Herrn. Lass los. Das Loslassen ist aber nicht so leicht. Man sagt das immer so leicht, lass los und alles wird gut. Aber man hat auch manchmal Angst, loszulassen. Was geschieht dann? Ich glaube aber, es ist eine Übungssache auch. Aber auch ein Miteinander. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen lernen, auch miteinander uns auszutauschen. Und zum Beispiel zu einem unserer Geschwister, die links oder rechts von uns sitzen und sagen, du, ich habe bestimmte Kämpfe, oder auch zu den Pastoren, Ältesten, und sagen, betet, lasst uns zusammen beten. Das ist ja auch ein Schritt des Stolzes, dass man sagt, ich kann nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Das ist manchmal schwer. Genauso wie manchmal es schwer ist zu vergeben, weil er hat ja mich verletzt. Wieso soll ich hingehen? Kenne ich alles. Werde ich machen, habe ich gemacht. Aber diesen Schritt zu gehen und sagen, Herr, ich will mich auf dich verlassen. Hilf mir dabei. Wisst ihr, und das ist genau das Problem der Menschheit, dass die Menschheit glaubt, oder der Einzelne glaubt, ich bin doch gut genug, wie ich bin. Aber der Römer, Kapitel 3, 23, sagt uns, denn alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Alle haben gesündigt. Und ohne Jesus Christus erlangen wir die Herrlichkeit nicht. Wir haben damals, vor 15 Jahren hier in Kaiserslautern, angefangen, so Straßeneinsätze zu machen. Wir hatten keine Ahnung, wir waren junge Jungs, 15, 16-Jährige, keine Ahnung. Wir wollten nicht in Ramstein, da haben wir uns geschämt, da kennt man uns ja, in Lautern aber nicht. Sind wir hier auf die Fußgängerzone gegangen und ich weiß noch, wir hatten keine Ahnung, wir haben mal gehört, das muss man halt machen und dann haben wir es gemacht. Und wir standen noch zu dritt, das erinnere ich mich, mein bester Freund, der zweite beste Freund, und keiner hat sich getraut, was zu machen. Also wie spricht man Leute an, keine Ahnung, was sagt man. Und wir hatten so einen Freund, kennt ihr die Leute, die stachelt man so auf und dann machen die alles, die fordert es so heraus.
Und dann haben wir ihm aufgestachelt und gesagt, geh, sprich du jemanden an, du kannst es, du bist der Beste, komm. Und er so, nein, ich kann nicht. Doch, komm, du schaffst das. Und dann, okay, ich mach's. So ein kleiner, türer Kerl. Und ich weiß noch, da ist so eine ältere Dame. Und er geht so zu ihr hin. Darf ich Ihnen was von Jesus sagen? Sie so, nein. Und die geht weg und der läuft hinterher. Darf ich Ihnen was von Jesus sagen? Und die schaut ihm nach, nein, und wird immer schneller. Und irgendwann fängt sie an, halb zu rennen. Und der hinterher, ich will Ihnen von Jesus erzählen. Wisst ihr, so waren die Anfänge. So. Naja, man hat irgendwann gelernt. Und wisst ihr, was wir oft gehört haben von den Menschen? Ich bin doch gut, wie ich bin. Ich bin doch gut. Ich spende nach Afrika, nach Asien. Es gibt ja die Mörder, es gibt die Vergewaltiger. Das mache ich alles nicht. Ich bin gut genug, wie ich bin. Und die Tür zu Gott ist durch diesen Stolz versperrt. Das Gute ist, unser Gott ist mächtiger. Unser Gott kann diesen Stolz durchbrechen. Und das hat Jesus Christus auch getan. Er hat es durchbrochen. Ich glaube, was Stolz auch oft bewirkt, ist, dass wir aufhören, uns Ratschläge geben zu lassen, uns weiterzuentwickeln. In Sprüche 12, Vers 15 steht, ein Dummkopf hält jeder seine Wege für richtig. Kennt ihr so Leute? Die weist man so auf etwas hin und nee, der weiß das immer besser. Auch wenn es nicht sein, selbst wenn du der Experte bist, er weiß es eh besser. Der Weise, also der Kluge, hört aber auf Ratschläge. Wisst ihr, wo wir Christen unsere Ratschläge hauptsächlich herholen sollen? Aus dem Worte Gottes. Das soll unser Ratgeber Nummer eins sein. Und manchmal liest du da rein und denkst so, Herr, warum sprichst du gerade zu mir? Das tut so weh, das will ich nicht. Aber es ist gut. Jesus Christus weiß, was gut für uns ist. Er weiß, was gut für dich ist. Er weiß es. Und das soll unser Ratgeber Nummer eins sein. Und das wird unser Leben verändern. Es wird dein Leben verändern. Jesus Christus wird dein Leben verändern. Es ist so wichtig, dass wir Korrektur bekommen. Und der Stolz kann uns daran verhindern, auch in unserer geistlichen Entwicklung. Ich habe euch erzählt, wir haben hier sehr früh mit Straßeneinsätzen angefangen. Und ich bin dann irgendwie in den Dienst reingerutscht. Plötzlich habe ich schon mit 17 vor 600, 700 Menschen gepredigt und das nicht einmal, immer wieder unterwegs gewesen. Und man hat sich irgendwie so einen Ruf aufgebaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich predige, ist meine Erwartung, wenn ich von der Bühne runterkomme, dass die Leute so kommen und die auf die Schulter schlagen und sagen, hast du gut gemacht, toll, gute Predigt, wow. So, hatte ich immer gehofft. Und wenn das mal nicht passiert war, war ich total enttäuscht. Und ich weiß noch einmal eine Begebenheit da ist, ich habe eine Predigt gehalten, die war grottenschlecht, jetzt im Nachhinein wirklich grottenschlecht. Und dann stand ich dort und dann kommt der Pastor zu mir. Und dann hat er gesagt, du, ich will eine kleine Korrektur geben. Und hat mir etwas gesagt, wo er eigentlich recht hatte. Ich in meiner Überheblichkeit habe das abgetan und mein Spruch war dann, der Pastor ist kein Erbauer, sondern ein Zerstörer. Das war meine Einstellung. Der hat übrigens Sascha auch mal kritisiert. So, aber es ist eine andere Geschichte. So. Aber er hatte recht gehabt. Versteht ihr? Und in diesem Moment konnte ich mich nicht öffnen. Ich wollte mich nicht öffnen. Weil ich dachte, ich hab's drauf. So. Und ich bin Gott so dankbar durch das Leben hat er diesen Stolz gebrochen. Und das ist bei mir damals so passiert. Ich habe damals auch eine Ausbildung gemacht, habe gearbeitet. Und wir sind immer mit einer Gruppe, mit drei Jungs, sind wir immer nach Mannheim gefahren. Und ich war mir überzeugt, diese Jungs werden sich durch mich bekehren. Nicht durch Jesus. Merkt ihr den Unterschied? Durch mich. Ich und nicht Jesus. Und wir waren unterwegs und wir hatten dort einen Dozenten gehabt, der war ein Sektenbeauftragter.
Das sind Leute, die ziehen Leute aus Sekten raus und so weiter. Die kennen sich total gut auch in der Theologie aus. Und der hat mich fertig gemacht, jedes Mal. Ich dachte, ich habe es drauf, der hat es drauf gehabt. So. Und ich war so fertig, ich war so kaputt. Und ich weiß noch, wir sind dann nach Hause gefahren, einmal mit den Jungs. Und dann sagen sie zu mir zum ersten Mal, du, wir verstehen nicht, wieso du deinen Glauben immer so verteidigst, aber wir wollen mal von dir, von deinem Glauben hören. Ich war in diesem Moment so kaputt, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, euch was über meinen Glauben zu erzählen. Und war still. Ich habe keinen Bock. Und wir sind so heimgefahren. Ich würde euch gerne erzählen, beim nächsten Mal habe ich ihnen von Jesus erzählt, sie haben sich bekehrt. Nein, ich habe nie wieder diese Gelegenheit bekommen. Gut, das Gute ist, ich weiß, Gott ist nicht von mir abhängig und er kann andere benutzen. Aber das hat mir damals gezeigt, du brauchst die Kraft Gottes, weil nicht immer alles nach deinem Plan läuft. Nicht alles läuft nach deiner Kraft. Und das beste Beispiel haben wir eigentlich in Jesus Christus. In Philipper 2 von Vers 5 bis 8, ich will mal lesen, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. In der Gestalt Gottes war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht als seinen Raub erachtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm die Gestalt eines Dieners an, in den er dem Menschen ähnlich wurde und in seiner Gestalt als Mensch erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Merkt ihr hier einen Unterschied zwischen dem Satan und zwischen Jesus Christus? Satan, der in dieser Position nicht anstand, hat danach gestrebt, was Höheres zu werden und hatte einen tiefen Fall gehabt. Jesus, der Gott war, der alles hatte, sagt, ich bin bereit, mich klein zu machen für die Menschen. Und er hat sich wirklich gedemütigt. Ich meine, die Weihnachtsgeschichte hört sich immer so romantisch an. Er ist im Stall geboren, er ist bei den Tieren geboren. Die ersten, die gekommen sind, das waren die Hirten. In der Realität hatte es nichts Romantisches zu tun. Die Hirten waren kein anerkannte oder keine beliebte Berufsgruppe. Im Gegenteil, im Stall geboren zu werden, war nichts Romantisches. Das war die Notlösung überhaupt. Ich meine, das war auch total unhygienisch wahrscheinlich. Wisst ihr, das hatte nichts Romantisches gehabt. Und doch kommt Jesus genau in diese Situation rein. Ein sehr niedriger Punkt. Und auch sein Tod. Ich staune immer über Jesus Christus. Jesus hat Menschen geheilt. Jesus hat Leben verändert. Jesus war beliebt. Er hatte viele Followers gehabt. Und dann hängt er am Kreuz. Das Kreuz war ein Kreuz der Schande. Das war ein Tod der Demütigung. Es war kein leichter Tod. Und Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, wenn ich gewollt hätte, ich kann Herrscher von Engeln rufen. Das hätte er machen können. Wisst ihr, die Menschen, die ihn vorher gefeiert haben, haben ein paar Tage vorher geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Über ihn werden Lügen im Gericht erzählt. Er wird geschlagen, er wird bespuckt. Und er lässt es alles über sich ergehen. Warum? Weil er wusste, durch seine Demut sind wir alle errettet, die hier sind. Wir können Jesus Christus in unserem Leben annehmen. Wir können, die Tür zu Gott wird geöffnet. Wir haben einen, der für uns gestorben ist am Kreuz, der alle Demut auf sich genommen hat, sich erniedrigt hat. Und wisst ihr, das Gute ist, er ist nicht erniedrigt geblieben, sondern Gott hat ihn erhöht. Nach seinem Tod ist er wieder auferstanden und sitzt heute zur Rechten Gottes als unser Hohepriester. Und wisst ihr, auch wir nach unserem Tod werden erhöht. Die Bibel sagt, wir werden über die Engel richten nach unserem Tod. Wir werden erhöht nach unserem Tod. Aber hier auf dieser Erde
sollten wir uns vor Gott demütigen und dankbar sein für das, was er für uns getan hat. Und Jesus wird uns erhöhen. Stolz ist ein gewaltiges Thema. Und ich habe heute auch gedacht, ich will das Thema nicht allein für mich haben, sondern ich habe auch die Biker-Jungs gefragt, die kommen aus Saarbrücken und sie machen einen unglaublich starken Dienst auf der Straße, aber auch unter den Bikern. Und ich habe dann auch Sascha gefragt, darf ich ihnen eine Bühne geben, wo sie kurz über ihr Leben oder über ihr Zeugnis erzählen, weil sie erleben auch sehr viel. Und das würde ich gerne jetzt direkt machen. Dann kommt mal nach vorne und ja, ich gebe dir dann das Mikro. Aber du weißt, nicht übertreiben, ja? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Zuerst möchten wir natürlich unserem Herrn und Erlöser danken, dass wir hier sein dürfen. Wir stehen unter seiner Gnade und wir danken natürlich auch dem Waldemar, der für uns, sage ich mal, auch so eine Schlüsselperson ist, wo wir auch Zugang finden in Gemeinden und unseren Dienst vorstellen dürfen. Und ich danke natürlich auch dem Joachim, den habe ich kennenlernen dürfen vor circa 3 Jahren. Genau, und es freut mich, dass wir hier sein dürfen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin 44 Jahre jung, war unter anderem 19 Jahre Mitglied in der FCG Saarbrücken und war dort auch Jugendleiter und in der Leiterschaft. Und während dieser Zeit hat Gott auf unser Herz gelegt, dass wir, wie auch Waldemar gesagt hat, einen Straßendienst machen, um Menschen zu erreichen. Das habe ich dann damals vor circa 8 Jahren mit dem Samuel gestartet. Und ganz am Anfang haben wir das ganz einfach gemacht mit einem Rucksack und ein paar Bibeln drin. Und es fing an, dass wir unterwegs waren in der Innenstadt und irgendwann mal haben wir uns festgesetzt auf einem Platz, also vor der Europagalerie. Und da haben wir gemerkt, dass nicht nur wir zu Menschen gegangen sind und mit ihnen gesprochen haben über den Glauben, sondern Menschen kamen dann zu uns. Und das war sehr ermutigend. Aber was noch besser war, ist, dass Menschen zu Jesus gefunden haben. Zusätzlich wurden sie getauft und in Gemeinden hinein integriert. Und das ist Bekehrung. Es ist zwar gut, wenn jemand ein Gebet spricht, wo er sich zu Jesus bekennt, aber noch besser, wenn er den Weg des Glaubens geht, weil das ist das, was die Gemeinde ausmacht. Und auch so für euch als Gemeinde so mittendrin, ja, also ihr seid wirklich mittendrin, wenn ich jetzt rechts, links gucke, da sind überall Wohnungen und ich denke, das ist wirklich ein Zeichen für Kaiserslautern und ich möchte euch etwas mitgeben. Ihr seid ein Rettungsboot für Kaiserslautern. Und das ist wirklich sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir erkennen, dass das ein Rettungsboot ist. Wie hat einmal einer gesagt, die Titanic wurde von Profis gebaut, die Arche Noah von Amateure. Aber wir sehen, dass wenn Gott mit uns ist, wer kann uns aufhalten? Ja, unter anderem haben wir viel erleben dürfen oder wir erleben viel auf der Straße und genau das war halt auch dann diese Motivation weiterzumachen, weil wir gesehen haben, dass Menschen zu Jesus geführt werden und den Prozess der Veränderung gehen, das noch hinzu. Wir haben auch über Facebook natürlich sehr viele Anfragen, eigentlich deutschlandweit. Viele sind auch gekommen, sie wollten sehen, was wir tun da, welche Arbeit wir machen und es kamen einige und haben mit uns auch in Saarbrücken auf der Straße gedient und das hat uns auch immer wieder ermutigt, einfach weiterzumachen und dann kamen noch Menschen aus eher, sage ich mal, dem gefährlicheren Kreis. Ich meine, wir wissen alle, dass wir in einer Welt leben, wo der Mensch sein Glück sucht. Und oft ist es so, dass Menschen Glück suchen, aber sie finden eigentlich eher Elend. Und es gab junge Menschen, die wirklich in diese Szene reingerutscht sind.
Wir haben vor 2 Jahren jemand aus der Rockerszene taufen dürfen, der dort raus wollte, weil er nicht mehr weiter wusste. Und so fing dann auch unser Weg an in diesem Bereich. Ich meine, wir repräsentieren unseren Dienst als Street Jesus. Also wir leben unseren Glauben eigentlich auf der Straße. Und wir versuchen auf der Straße die Menschen zu erreichen. Und da möchte ich auch eine Bibelstelle vorlesen, die wir alle gut kennen, wo Jesus über das große Festmahl spricht und wo er die Gäste einladen möchte und seine Diener losschickt. Aber die Gäste haben keine Zeit, sie sind alle beschäftigt. Und der König hat dann natürlich ein anderes Anliegen. Und es steht drin, dass der König voller Zorn wurde und sagt zu seinen Dienern, geht in den Straßen, überall, wo ihr Menschen trifft und ladet sie ein. Und da steht geschrieben, Lukas 14, da sagte, Lukas 14, 23, da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter den Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen, damit das Haus voll wird. Es gibt manche Übersetzungen, die sagen, da steht geschrieben, geht und nötigt sie. Wisst ihr, Nötigung ist in Deutschland strafbar. Aber auch wie Waldemeyer erzählt hat, dass auf der Straße diese Person angesprochen wurde und sie weggelaufen ist und nochmal hingegangen ist und nochmal, das ist Nötigung. Klar, man soll ja nicht jeden nötigen in der Hinsicht, aber es gibt manche Situationen, da zeigt uns Gott, dass es doch notwendig ist, einfach darauf zu bestehen, gerade in dem Moment diese Person mit dem Evangelium zu erreichen. Weil wir in dieser Hinsicht haben keine Macht, Menschen zu verändern. Und wenn wir das tun, dann stellen wir immer einen Schaden an. Doch Gott hat die Kraft und die Möglichkeit, die Menschen zu verändern durch seine Liebe und durch seine Gnade. Und das ist auch wichtig zu erkennen, dass Jesus Christus durch Liebe und der Wahrheit die Menschen erreichen möchte. Ja, wir sind jetzt seit circa 2 Jahren in der Rockerszene oder auch bei den Bikers unterwegs. Und auch da hat Gott schon viele Türen geöffnet, wo wir uns auch gar nicht so vorgestellt haben, dass es doch so einfach ist, in diesem Milieu reinzukommen. Und auch bei verschiedenen Veranstaltungen ist es ja so, dass diese Clubs irgendeinen Platz mieten, wo dann auch so Veranstaltungen stattfinden. Und die Stände, die dort sind, die, ja, da muss man halt den Platz bezahlen dafür. Ne? Ist ja auch ganz klar. Und das Tolle daran ist, dass wir dorthin kommen, wir zahlen keinen Cent und wir kriegen Essen und Trinken auch oft umsonst. Und es wird von denen akzeptiert, dass wir dort stehen, Bibeln verteilen und zusätzlich beten wir für die Menschen, wir reden mit ihnen, wir versuchen natürlich den Glauben näher zu bringen. Und da gab es auch schon sehr viele Rückmeldungen, wo sie sagen müssen, sie finden das sehr gut, was wir da machen. Und wir sehen auch, dass hier Gott mit uns ist. Und auch wie gerade heute gepredigt wurde über Stolz, Demut. Und wir wollen auch immer diesen Mantel der Demut anhaben. Das ist nicht unser Werk, das ist nicht unser Dienst. Weil wir sehen uns als Diener des Herrn und wir dienen ihm. Und wir wollen das auch so repräsentieren auf der Straße, dort, wo wir unterwegs sind. Wir haben, wie gesagt, mit einem Rucksack angefangen und dadurch, dass wir halt auch so ein bisschen rumgekommen sind, auch über Facebook, gab es immer wieder Menschen, die berührt waren und natürlich auch uns unterstützt haben. In erster Linie ist für uns natürlich diese geistliche Abdeckung im Gebet und wie auch immer im geistlichen Bereich sehr wichtig. Und es gab immer wieder Menschen, die es auf dem Herz hatten und bis heute noch regelmäßig Spenden geben. Und da hat es dann auch angefangen, dass wir einen Zelt gespendet bekommen haben, einen großen Zelt, wo wir dort auch die Menschen aufnehmen.
einen Anhänger mit all das, was wir brauchen, um auf der Straße aktiv zu sein. Also wir sehen, wie wirklich Gott uns in allem versorgt. Wir versuchen immer mehr und mehr ihm zu vertrauen. Und Stück für Stück baut der Herr sein Haus. Und auch schon, als wir damit angefangen haben mit unseren Kutten, sage ich mal, war es so, dass der Samuel, der nachher auch noch kurz über sein Leben erzählen wird, der Samuel hat diese Kutten genommen und wir haben sie ja nähen lassen, sticken lassen. Und dieser Typ, der sie gestickt hat, keine Ahnung, was bei ihm passiert ist, aber vielleicht hat er auch Jesus gelesen und wie auch immer. Samuel geht sie abholen und der Typ sagt, weißt du was, die Kutten schenke ich euch. Und da haben wir gesehen, dass Gott uns da in eine Richtung bewegt, wo es nicht also offensichtlich ist, dass man da reinkommt und das Evangelium verkündet. Und es ist auch so, dass wenn wir auf manche Veranstaltungen sind und der ein oder andere macht sich ja lustig darüber, das ist aber, da stehen wir drüber. Und oft, wenn wir dort reinkommen, da sehen sie uns und sagen sie, ach, da kommt ja Jesus. Ne? Aber genau das sollen sie sehen. Sie sollen in uns Jesus sehen. Sie sollen sehen, dass Jesus zu ihnen im Haus reinkommt. Und Jesus ging in den Häusern der Sünder hinein, um den Sünder zu erreichen. Aber wir müssen da auch sehr achtsam sein, weil das Leben von Jesus war auch Gebet, war auch die Beziehung zum Vater. Und das ist sehr wichtig. Ich meine, das ist ja für einen Gläubigen fundamental. Und vor allem für jemanden, der im Dienst ist. Es ist wichtig, dass die Beziehung zu Gott da ist und das Streben, um Menschen zu erreichen. Und das ist halt das, was wir machen. Wir werden noch ein kurzes Video zeigen und danach wird noch mein Bruder Samuel dazu was sagen. Detlef hatten wir auch, das war zufällig. Letztes Jahr im Saarland gab es eine große Veranstaltung, das heißt Saarland Run, wo über 1000 vom Biker zusammenkommen. Wir standen dort mit unserem Zelt und der Detlef kam vor circa 3 Jahren auch so zum Glauben, war immer Biker und er hat immer so christliche Biker gesucht. Und morgens irgendwann mal um 10 taucht Detlef auf und sagt, hier, ich bin Detlef. Und so haben wir Anschluss zueinander gefunden. Dieses Jahr findet nochmal dieses Saarland-Run statt, wo über 1000 Biker zusammenkommen. Wir haben auch die Möglichkeit, dieses Jahr die Biker zu segnen. Und wir machen das so, dass wenn wir von denen eingeladen werden, zum Beispiel wir machen auch Beerdigungen, Hochzeiten bei denen, dass wir immer das Evangelium mit reinbauen, die Botschaft von Jesus Christus. Wir verkünden in dem Moment das Evangelium, auch wenn wir sie segnen, aber wir bauen das Evangelium mit hinein in eine Botschaft. Ja, also wir müssen schon klug sein und weise sein, wie wir dort reinkommen und auch Fuß fassen. Okay, wenn es geht, einfach das Video laufen lassen und mein Bruder wird noch über sein Leben kurz noch was erzählen. Dankeschön.
Hallo? Hallo. Ja, mein Name ist Samuele, bin 37 Jahre alt, bin verheiratet von 4 Kindern. Genau. Ihr habt gerade gesehen, das ist ein Stand, wo wir den Saarland Run zeigen. Das ist, wir stehen da und bringen das Evangelium, versuchen Menschen über Jesus zu erzählen, was uns manchmal gelingt, manchmal auch nicht. Kommt nach den Menschen an. Genau. Ich will euch kurz was über mich erzählen. Also, ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen, aber es heißt noch lange nicht, dass ich halt den Glauben praktiziere. Genau, ich bin halt mit 14 schon, mit sehr vielen jungen Jahren schon aus dem Glauben so ein bisschen abgesprungen, andere Straßen gefolgt, wo nicht so okay sind. Genau, es fängt schon an mit früh, mit Drogenverkauf, Drogenkonsum. Dann hat es angefangen mit Marihuana zu verkaufen. Da hat man auch gesehen, kam gutes Geld hinein. Da hat man auch mit Kokain angefangen. Da habe ich angefangen, Kokain zu dealen, in größeren Mengen. Ja, und dann hat es auch angefangen mit Frauenprostitution. Ich habe auch mit Frauenprostitution zu tun gehabt. Ja, eigentlich das ganze Milieu, was fast ein Sünder macht. Angeklagt wegen räuberlicher Erpressung. Auch zum Schluss fast eine Anzeige wegen Totschlag. Genau, da bin ich auch irgendwann im Gefängnis gelandet. Und ja, im Gefängnis habe ich dann angefangen, als ich da reinkam, als erstes, was ich gefragt hat, gibt es in dem Gefängnis eine Bibel? Und dann habe ich halt angefangen, die Bibel zu lesen, weil ja, da hat man mehr Zeit mit Gott. Da fühlt man sich eh alleine, hat man eh niemanden. Da bleibt eigentlich nichts anderes übrig, halt dann sich ein bisschen mit dem Glauben zu beschäftigen. Ja, ich hatte eine Staatsanwaltschaft, die hat auf mich wirklich geharrt, weil in Saarbrücken war ich ja sehr bekannt. Ne? Und die Polizisten, auch die Beamten, haben mehrfach gesagt, wir bekommen dich dahin, wo du hingehörst. Damit haben sie gemeint, nicht in mein Zuhause, sondern im Gefängnis. Ne? Und allerdings haben sie das irgendwie auch geschafft. Die Staatsanwaltschaft, die war ziemlich hartnäckig. Die hatten schon hohes Päckchen auf mich hineingeprasselt zu absitzen. Okay, dann bin ich halt im Gefängnis gekommen, habe ich das halt so hingenommen. Ne? Aber da habe ich halt auch Gott ein bisschen in die Probe gestellt. Habe ich gesagt, wenn es dich wirklich gibt, wie du so immer sagst, dann will ich, dass ich früher rauskomme aus dem Gefängnis, wie die eigentlich dann das gefordert haben. Ne? Dann sind ja 9 Monate vergangen, dann 1 Jahr, dann 1,5 Jahre. Eigentlich haben die so insgesamt so 5 Jahre gefordert. Ne? Gut, und dann habe ich halt... es gibt ja diese Prognose, wenn man sich gut verhalten tut im Gefängnis, ne, was mir auch schwer fiel, ne, gab es diese Prognose, man kann diese Halbstrafe beantragen. Ne. Okay, ich habe es mal trotzdem gemacht, obwohl ich dann gemeint habe, klappt eh nicht so. Ne. Aber ich habe es trotzdem gemacht, aber ich habe immer Gott auf die Probe, wenn es dich wirklich gibt, will ich halt wirklich, dass diese Halbstrafe funktioniert. Ne. Gut, ich habe es dann getan, ne. Dann irgendwann kommt mein Bewährungshelfer, ruft mich unten, sagt zu mir, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, ne, aber deine Halbstrafe wurde genehmigt, ne, normalerweise ging das nicht, weil als ich bei der Staatsanwaltschaft geguckt habe, habt ihr mir so eine Liste erzählt, von Anfang von 2000, keine Ahnung, 14, 13, was ich alles so getan habe, ne, und da haben die gesagt, normal ist unmöglich, ne, aber deine Halbstrafe wurde genehmigt, so wurde ich nach 19 Monaten wurde ich dann entlassen. Und ja, und dann ging halt mein Leben dann nach draußen. Da habe ich, klar, habe ich mich nicht so an die Versprechung gehalten halt. Ne? Dann ging das ein bisschen halt ja, hin und her mit dem Glauben. Aber dann kam wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt stopp. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und da habe ich dann halt jemanden kennengelernt, wo ich halt, wo auch das Evangelium gepredigt hat. Und hat mir eine Nummer gegeben von jemandem, ne? Und das war dann die Nummer von Vincenzo. Aber der Vincenzo kennt mich ja auch, seit ich klein bin. Ne? War das auch kein Zufall. Ne? Da bekam ich die Nummer von Vincenzo, da habe ich ihn angerufen. Ja, wer ist da? Dann meinte ich, hä? Ja, ich bin's, Vincenzo. Wer ist da? Das ist Samuele. Und da haben wir angefangen, auch mit ihm, das habe ich das halt ihm alles erklärt und was ich so alles getan habe. Dann habe ich eine Gemeinde aufgesucht, das ist die FCG in Saarbrücken. Da bin ich heute noch tätig. Und ja, da hat es dann so angefangen mit dem Glauben halt. Ne? Weil ich euch eigentlich damit euch mitteilen will, ist, in Sünde zu fallen, ein Loch, ist sehr leicht. Das geht sehr, sehr schnell. Ne? Wieder aufzustehen, das ist das Schwierigste. Und das kann man auch schon manchmal mit Stolz verbinden. Manchmal ist es, hat das auch viel mit Stolz
zu tun, sich wirklich da Gott hinzugeben und sagen, ich kann nicht fordern. Er versucht das eigentlich mit seiner eigenen Kraft zu tun, aber ich muss sagen, das funktioniert nicht. Also es geht noch mehr bergab. Und deswegen kann ich euch nur auf dem Herzen legen, auch wenn ihr in ein Loch gefallen seid, egal was es ist, sei es in Sünden oder Depressionen oder keine Ahnung was, kann ich euch nur vom Herzen sagen, es geht. Es geht wieder aufzustehen. Es geht definitiv, wenn man wirklich in Gott vertraut. Und man braucht nicht mehr, und man braucht nicht viel auch Brüder hin, Schwester herzuhören, weil jeder hat auch eine verschiedene Meinung. Am besten ist wirklich, wenn man sich nur auf das Wort fokussiert, auf Gott. Gott sagt, wer mühselig und beladen ist, kommt zu meinem Kreuz, ich will euch erquicken. Wenn er das sagt, dann braucht das dir nicht dein Bruder 10-mal zu sagen, weil Gott hat es schon gesagt. Ne? Genau. Ja. Wir haben noch zwei Bilder mitgebracht und dazu will ich noch ganz kurz, der Vincenzo nach vorne bin, der wird noch dazu noch was sagen über diese zwei Bilder. Okay, bin selber jetzt überrascht. Ja, also man braucht überall, wo man reinkommen möchte, braucht man Schlüsselpersonen. Und eine Schlüsselperson, um dort in die Szene reinzukommen, ist der Mann eigentlich so in der Mitte, neben dem Samuel rechts. Diese Person hat es auch irgendwie auf dem Herzen, dass wir in der Szene tätig sind. Warum und wie, kann ich euch nicht sagen. Aber wir haben auch solche Geschichten in der Bibel. Der König Kairos hat es auch auf dem Herzen gehabt, die Juden wieder nach Jerusalem zu bringen, um dort den Tempel zu bauen. Und das ist manchmal, verstehen wir nicht, wie Gott handelt. Und wir denken oft immer, wenn wir das Evangelium verkünden, dann braucht es ja halt nur Gläubige, die uns helfen. Und das ist auch gut. Aber Gott gebraucht auch die Ungläubigen, um sein Reich aufzubauen. Und das ist unser Gott. Unsere Pläne sind nicht seine Pläne. Noch ein Bild? Okay. Ja, und hier, das ist jetzt jemand, der auch uns auf dem Herzen hat in der Szene. Hier gab es ein Fest, also 45 Jahre von seinem Club, wo er gefeiert hat mit verschiedenen Clubs. Wir reden ganz offen mit denen über den Glauben. Viele sagen immer oft, oh, ich habe nichts mit dem Glauben am Hut. Aber man sieht manchmal, wenn man die Person näher kennenlernt, dass sie auch eigentlich einen ganz weichen Kern haben. Oft außen die harte Schale, aber innen der weiche Kern. Sie zeigen sich oft in der Szene stark. Ja, aber im Endeffekt, das Herz kennt nur Gott. Und unsere Aufgabe ist es in erster Linie, den Menschen das Evangelium zu verkünden. Den Rest macht Gott durch seinen Heiligen Geist. Genau. Okay, Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin immer sehr dankbar, dass es so Menschen wie die Jungs gibt, weil es ist eine eigene Welt. Und ich war mal mit Samuel unterwegs, wir sind bis Darmstadt gefahren. Das war die humorvollste Fahrt, die ich seit langem hatte. Aber so würden Christen nie untereinander reden, weil wir die Sprache nicht können. Es war jetzt nichts Schlimmes, aber man merkt, die Sprache war anders, die wir gar nicht so beherrschen. Und sie kommen dort an. So, ich habe mir immer vorgestellt, mein Freund ist ja der Oma hinterhergerannt. Bei sowas stelle ich mir eher vor, die rennen mir hinterher am Schluss. Und deswegen finde ich gut, dass ihr da seid, dass ihr da dient und euch Gott benutzt und dass ihr euch bereit erklärt habt. Auch Samuel, sein Zeugnis, einfach stolz gebrochen. Gott hat gewirkt, er hat dich verändert, das sehe ich jeden Tag. Und genau das wünsche ich für uns alle, auch für die Gemeinde. Und ich will noch zum Abschluss für uns beten, dass Gott unser Stolz bricht, dass wir ein Licht für die Umgebung sein dürfen und dass wir demütig werden. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und ich danke dir, Herr, dass du zu uns redest. Ich danke dir, dass du wirkst, Herr, und du kennst unseren Stolz, du kennst das Ich. Und so bitte ich dich, Herr,
dass aus meinem Ich ein Du wird, dass es sich verändert, Herr. Ich bitte dich, dass du mich lehrst, uns lehrst, ein demütiges Herz zu haben. Herr, dass wir wie du sein werden, es nicht als Schande betrachten, uns vor dir zu demütigen, sondern als was Gutes. Und dass nicht wir uns erhöhen, sondern dass du uns erhöhst. So danke ich dir für diese Gemeinde, dass diese Gemeinde auch ein Licht sein wird, auch für die Nachbarschaft, auch für Kaiserslautern, das Rettungsboot für Kaiserslautern sein wird und dass Unglaubliches geschehen wird. So segne diese Gemeinde und sei bei ihr. Amen. Amen.